Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Better Than Wolves. Wir sind hier gerade im Gesellschaftskritisieren-Modus und ja. Ich möchte noch eine Ergänzung machen zu der Folge zu der gestrigen Folge. Weil ich gesagt habe, hinterfragt alles und glaubt nichts. Das ist richtig. Aber was halt auch wirklich wichtig ist, ist, dass man gleichzeitig ehrlich ist und ehrlich seine Meinung sagt. Und da kommen wir wieder zu dem, da schlagen wir jetzt einen interessanten Bogen zu der Folge, wo wir mal darüber geredet haben, wie wichtig es ist, dass man selbst einfach der ist, der man eigentlich wirklich ist, ja, und sich nicht verstellt. Denn das ist eine ganz wichtige Basis für Gesellschaften, meiner Meinung nach, dass es einfach die Möglichkeit gibt, dass man auch Dingen, Leuten, auch fremden Menschen grundsätzlich vertrauen kann. Und das ist doch im Grunde genommen der Idealzustand, dass es einfach wirklich möglich ist und auch nicht sofort bestraft wird, wenn man misstrauisch ist. Ich meine, wir leben jetzt in einer Gesellschaft, in der man häufig misstrauisch sein sollte. Und das ist alles andere als optimal. Denn eine funktionierende, wirklich, wirklich funktionierende Gesellschaft kann einfach nur so funktionieren, wenn man grundsätzlich von den Menschen ausgeht, dass sie gut sind. So. Ne? Das ist einfach auch die Schwierigkeit. Wann fängt man an, sich sinnlos über irgendwas aufzuregen? Wann ist Aufregung angebracht? Und wann kann man vertrauen? Ne? Das sind die schwierigen Fragen des Lebens, die man sich tagtäglich stellen muss. Und denen man sich auch stellen muss. Heieieiei. Wir dringen heute tief vor in die Gefilde der Abgründe. Ja, ich bin gerade sowieso im Nether, also ich hab mit Abgründen gerade auch mein... So, ich mach die Bäume schön. Ich mach die Bäume schön, ich mach die Bäume schön. Oh, scheiße. Aua. So. Das lasse ich nämlich jetzt hier einfach erstmal so wachsen. Das ist die Grundidee. Und ist die Schere schon wieder kaputt? Das geht fix. Ja, dann habe ich auch mal den Platz gewechselt. Ich lasse das hier halt erstmal so wachsen und kann dann später mir überlegen, wie man das denn hier schön zusammenbringen kann. Dass man hier eine schöne Landschaft generiert. Also beziehungsweise so ein schönes... Ja, das ist im Grunde genommen schon eine richtige Baumlandschaft, ne? Ja, es ist auf jeden Fall dichter geworden. Es ist kein Wald mehr, sagen wir mal so. Es ist immer noch ein Wald. Ich bin ja jetzt nur auf der zweiten Etage. Ich lasse das hier, wie gesagt, ich würde das hier gerne einfach ein bisschen wachsen lassen und dann kann man gucken, wie man hier Räume und sowas reinbringt. Ja, mach mal. Und das würde ich halt gerne, ich finde es schwierig, so Dinge, die schön aussehen, also die natürlich aussehen sollen, komplett aus dem Nichts zu bauen. Da finde ich es einfacher, wenn man einfach, ah, hallo Asphalter. Was, wo? Ah, hallo. Hallo, ja. Finde ich schöner und auch einfacher, wenn man einfach, Bäume so zum Beispiel ein bisschen wachsen lässt, dann hat man halt auch den Zufall in einer angemessenen Weise drin. So also wie er halt auch in der Natur, also in der Minecraft-Natur vorkommt. Und kann dann sich überlegen, wie man dann da was draus macht. Wie man das dann modelliert. Stimmt, ich bin ja mehr so der Typ, der dann irgendwann irgendwie versucht, irgendwas Natürliches zu bauen und dann total den Schrott baut. Ja, das kann funktionieren, aber man muss sich sehr viel Mühe geben. Das Problem ist halt, dass du immer, wenn du als Mensch baust,
hast du ja schon eine Vorstellung davon, wie es aussehen soll. Und man braucht dann, glaube ich, echt ein Talent, sich zu überlegen, wie man das dann so machen kann, dass es aussieht. Es ist halt einfach die Schwierigkeit, etwas, was ein Mensch gemacht hat, so aussehen zu lassen, als wäre es kein Mensch gemacht. Ne? So, das ist die Situation. Hopp. Ich verliere manchmal so ein bisschen die Orientierung hier. Wenn ich hier baue, ich hoffe, euch passiert das nicht, weil ich mir die Maus so schnell bewege. Warte mal, ich leg mal die Hand anders auf die Maus und dann werde ich super smoothe Bewegung machen. Super smoothe Bewegung. Ja. Es gelingt mir. So, ich war vorhin an einer Stelle, wo ich gerne einen Baum ein bisschen anders aussehen lassen wollte. Aber ich weiß nicht mehr, wo die Stelle war. Ich glaube, da vorne. Nämlich hier hinten. So, hier würde ich nämlich gerne ein bisschen zumachen. Mhm. Nee, das nicht. Dahin. So versiebt. Ja. Da habe ich auch noch keine Idee, was man da machen kann. Das finde ich mal wieder was versiebe oder was? Nee, hier bei dem, ich habe gerade auf unser Stonehenge geguckt. Achso, nee, da bin ich auch noch keinen Schritt, da stimmt, da bin ich aber auch selber noch keinen Schritt weiter, da weiß ich auch nicht, was da soll, ja. Ja. Passiert halt, ne, dass man mal nicht weiß, was da soll. Also ich mache mir da nicht so viel Sorgen. Wir finden da schon was Schönes. Ja, naja, irgendwann wird das auch. Also, jetzt ein bisschen mehr Gelassenheit wieder. Gelassenheit ist auch wichtig. Man muss nicht immer alles zu ernst nehmen. Ach ja, ey. Lebensweisheiten mit Fred und Asralta. Ja, mehr mit Fred jetzt gerade. Also ich habe mich da ja doch auch bewusst rausgehalten. Wieso denn das? Wieso bewusst? Ich glaube persönlich, wenn jemand über ein Thema rantet, das ihm wirklich wichtig ist, wenn man sich dann da einmischt, das erfreut in den seltensten Fällen die entsprechende Person. Nö, du. Vielleicht interessieren sich Leute für deine Meinung. Zum Beispiel der gute Evening LP. Ja, da ist es ja, ich hab selten einen YouTuber gehabt, der mir lieber war als Evening LP, ja. So, du antwortest aber ja nie auf die Kommentare, ne? Ich antworte nie auf die Kommentare. Ich mach das, mein ich. Da fangen wir gar nicht erst mit an. Aber, du liest sie. Aber ich lese sie, ganz genau. Und, ja, man kann nie sicher sein, was ich davon jetzt genau behalte und was nicht. Tja, immer so eine Sache. Hast du eigentlich die großartige Sache mit der Klinik mitbekommen? Im Kommentar? Ja, hab ich gelesen. Ich war begeistert. Ja, also ich würde mich auch nicht treffen wollen, aber das so öffentlich jetzt darzustellen, ist schon hart. Ja. Aber ich habe meine Hater. Ja, du musst dir deine Hater immer noch erbetteln. Was? Ich muss mir meine Hater gar nicht erbetteln. Ja, natürlich. Ich will keine Hater. Du bist doch nur von ihm geflamed worden, weil du gesagt hast, ich hätte gerne einen Hater. Genau, ja. Evening LP ist absolut der Flamer, ne? Übel. Also wirklich übel. Der Typ. Hallo Evening LP. So. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Ich hab schon wieder. Oh, ich hab doch noch Blätter. So. So, jetzt mache ich hier auch ein bisschen dicht. Das soll ja ein Dach sein, ne? Ein Blätterdach? Ja. Was denn sonst? Wir sind hier immerhin in den Bäumen.
So, ich glaube, ich kann hier schon mal anfangen, mir so ein bisschen Gedanken zu machen. Lieber Fred, du hast nicht zufällig so ein bisschen Glas? Wir müssten doch noch jede Menge Glas haben, oder nicht? Ja, aber irgendwie stecke ich gerade in so einem Loch und stelle immer wieder fest, dass es total doof war zu sagen, ja, aus dem Loch hier muss ich eigentlich auch erstmal nicht mehr raus. Tja. Wie das so läuft, ne? Kaum springt man mal irgendwo rein, schon denkt man sich, ui, will ich da mal nicht rein. Das passiert mir auch ständig, ja. Ist auch gefährlich, also niemals in Sachen reinspringen, wenn man nicht weiß, ob man nicht genug Glas dabei hat. So, möchtest du mal hier auf unsere, auf das Baumhaus gehen? Da warst du noch gar nicht drauf, ne? Ich war einmal oben, als noch gar nichts da war. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken. Ich brauche halt Glasblöcke. Ich komme mal bei dir vorbei, dann kann ich mir mal angucken, was du so gemacht hast bisher. Und du bist noch im Loch, ne? Ja. Ich bin im Lagerhaus. Oh, im Lagerhaus. Das heißt, ich komme jetzt mal auf dein Baumhaus, ne? Okay, okay. Ich stehe hier auf dem Weg. Ich sehe dich doch. Zack, da wären wir schon. Hallo. So, hallo. Sag mal, ist das eigentlich die zweite oder die dritte Folge? Die zweite für heute. Also Samstags, also am Samstag. Nee, hallo, nee, Samstag. Nee, hier geht's lang. Hier geht's lang? Wo geht's lang? Hier geht's lang. Stimmt, hier geht's lang. Ja, das ist so ein kleiner Seitenweg, ne? Hier, die Leiter rauf, 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 ja, rauf. Das habe ich mir gedacht. Ja. Ui, hier ist, ui. Ich glaube, ich stehe hier im Wald. Das sieht doch schön hübsch aus, oder nicht? Das ist eine Hausnummer hier oben. Schön. Gut. Da kann man echt viel draus machen. So, vielleicht mal so eine kleine Plattform oder so. Ja, und da oben, hier hinten, ne, da ist dein Gewuppe. Ich war gerade zum ersten Mal hurt, ja, verletzt war ich. Echt? Dabei spielen wir doch auf normal. Ja, ich bin irgendwo runtergesprungen und habe ziemlich viel Schaden gekriegt. Das war jetzt ein wenig ungeschickt, lieber Fred. Ich springe. Okay, spring du mal bitte. Nein, spring mal nach vorne. Aha, und was wird das hier? Eine Falle? Das merke ich. Kann man hier irgendwo noch hin oder so? Nee, noch ne? Nicht. Also, es ist jetzt hier erstmal. Wie bist du hier vorhin rausgekommen? Ich habe einen Turm gebaut. Und wie kommt man hier demnächst raus? Weiß ich noch nicht. Ich glaube, ich werde irgendwie eine Anbindung zu unserem Keller machen oder so. Oder halt wirklich so, dass man zum Baumhaus kommt damit. Dass man irgendwie durch so ein kleines Labyrinth in der Höhle rauskommt oder so. Ich weiß es noch nicht genau. Du kannst ja auch einfach das Wasser runterlaufen lassen. Nee, das finde ich nicht schön. Also nicht so schön. Das ist, weiß ich nicht. Nee, das wäre nichts. Für mich nicht. Ich finde, dass man hier reinfallen muss und Schaden kriegen sollte. Ach ja, da kann man ja jetzt inzwischen... stimmt, gute Idee. Wo du gerade so sagst. So, oder was? Nee, also ich habe was völlig anderes im Kopf gehabt als du, glaube ich, als ich hier geguckt habe. Ich habe gar keine Axt dabei. Ah, ich aber. Was du machen könntest? Ja. Ich zeig einmal ganz kurz, was ich gerade gedacht habe. An das hier? Nee, ich hab, das ist toll. Ich hab hieran gedacht, guck mal. Oh, klang das wenig, also. Ja, das ist toll. So klang das. Das habe ich mir angewöhnt, um das zu sagen, wenn Schrammo irgendwas Tolles macht. Ja, hallo, guck mal. Ah, hier ist ein Loch. Ja, das mache ich jetzt weg. Geh mal raus da. Hups. Das war genau falsch rum zu, glaube ich. So.
Ja, doch, das gibt dem Ganzen ein ganz anderes Feeling. Ne? Ja. Schön, gefällt mir. Machen wir so. I've got a feeling. So, wie komme ich jetzt wieder raus? Du gehst in die Mitte und baust dir einen Hügel. Ja doch, ich glaube, das wird kann hübsch werden. Ja, denke ich doch auch. Hep. Ich hatte früher in der Schule einen Bekannten namens Hepner. Deswegen fand ich Hepna jetzt gerade sehr, sehr schön. Ich glaub, war das ein Spitzname? Nee, das war... das war ein Spitzname. Kann ich nicht sagen, dass man jetzt hier irgendwie Namen von Leuten hat. Vielleicht ist das Evening LP. Nee, ich glaube nicht. So, ich habe wieder ein paar Blätter dabei. Höp! Na, so. Hier lang. Ach, das ist doch nicht schön hier. Ja, so, jetzt haben wir hier noch viel. Passt ja wie Treppe in ein Loch, ne? Wie Arsch auf Eimer passt das hier. Schön. Du musst hier die Bäume noch ein bisschen vertüdeln, ne? Vertüdeln? Ja. Dass man die Stämme nicht alle so nebeneinander stehen sieht. Ah. Und da nicht durchlaufen kann. Das ist ja der Trick. Also derartige Vertüdelung. Mhm. Ja. Das muss ich gleich noch gehen. Ich habe ja gerade schon mal ein bisschen angefangen, aber ich brauche die Blätter für oben. Weil der eine Entschuldigung, weil der eine Baum, ja, genau so heißt es, noch ein bisschen so draufgesetzt aussieht. Jetzt sieht der Boden hier völlig überladen aus, bin ich begeistert gerade. La 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 la. La 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 la. So, jetzt haben wir hier ein Dings. Ja. Nein. Doch. Hallo. Ah. Ich möchte das hier nicht. Jetzt muss ich das hier mit einem. Wir sind ganz schön still geworden, ne? Ja, ich bin gerade so ein bisschen... Ich kam im Tunnel, ja. Erzähl doch mal eine Story. Eine Story. Ja, es war einmal ein Dorf voller Mäuse, ja. Und in diesem Dorf voller Mäuse, da gab es einen jungen Mäuserich, ja, der hieß, Frederik. So. Frederik, der Mäusetyp. Frederik, der Mäusetyp, ja. Ja, war ja eine männliche Maus, ne? Damit ist man... Ein Mäusetyp, ja. Man prädestiniert für Namen wie Frederik, der Mäusetyp. Und Frederik, der Mäusetyp, hatte ein Auto, ja. Ein Mäuseauto. Klar. Und mit seinem Mäuseauto fuhr er durch die Gegend und bekämpfte das Verbrechen. Ah, er hatte ein Mäuseverbrechen mal, aber nur, oder? Ja, er hatte nämlich mal in einem Einfamilienhaus gewohnt. Und da hat er immer Fernsehen geguckt abends. Ja. Und, die Lieblingsserie von Frederik, dem Mäusetypen, war nämlich Knight Rider. Klar, was auch sonst. Ja, irgendwas, was auch sonst, wenn man schon... Und deswegen hat er angefangen, das Verbrechen zu bekämpfen. In seiner Mäusestadt. Und ist immer durch die Gegend gefahren und hat den Leuten gesagt, ey, mach das nicht, das ist scheiße. Ja. Und Frederik hatte ziemlich wenig Freunde. Ja. Er ist immer nur rumgefahren und hat den Leuten gesagt, ey, mach das nicht, das ist scheiße, weil die haben immer Vorräte von Menschen gegessen und das soll man nicht machen. Und... Warum soll man das denn nicht machen? Ja, weil Menschen, das nennt sich Diebstahl, hat er den Mäusen dann erklärt, ne? Und das macht man nicht. Der Baum sieht aber kacke aus. Ja, das hat er auch oft gesagt.
Und dann ist er wieder weggefahren mit seinem Mäuseauto. Ja, das war die traurige Ballade von Frederik dem Mäusetyp. Die traurige Ballade von Frederik dem Mäusetyp. Ja, aber weiß man, woran man ist, ja. Das macht alles gar keinen Sinn. Doch, natürlich. Das ist eine tiefgehende Fabel über die menschliche Natur und Knight Rider und damit auch perfekt eigentlich. Bis auf den Knight Rider-Teil. Habe ich dir erzählt, dass ich festgestellt habe, dass Knight Rider noch gesendet wird? Deswegen bin ich da momentan so ein bisschen drauf eingeschossen. Welches Knight Rider? Das ursprüngliche alte? Das richtige alte, ja. Das gute? Das gute alte Knight Rider. Ja, das wird noch gesendet. Wo denn? RTL Nitro. RTL Nitro? Ja. Ist das so ein Sender, wo nur Knight Rider läuft? Nee, leider nicht. Vorher kam es immer auf den vierten noch, hin und wieder mal, aber da läuft es jetzt regelmäßig und das finde ich eigentlich ganz schön. Ich fand ja die Titelmelodie der Owl der Hörspielkassetten damals immer cooler. Es gab ein Knight Rider Hörspiel. Ja, sicher, hast du die noch nie gehört? Also ich hatte ein kaputtes Autoradio, ich konnte immer nur die erste Folge davon hören. In meinem ersten Auto. Also die habe ich irgendwann in die Kassette reingesteckt und die kam nicht mehr raus und ich konnte nicht mehr umschalten und deswegen konnte ich ein Jahr lang nur dieses Hörspiel hören beim Autofahren. Ja, und du hast es natürlich auch jedes Mal getan, ne? Ja, natürlich. Und ich glaube, ich kann das inzwischen mitsprechen. Also ich muss ja sagen, das ist, also die Melodie ging erstmal viel mehr ab. Da wird mir jeder, der das kennt, zustimmen. Nicht die Knight Rider Melodie, aber trotzdem, es hatte einfach Schmiss, ne? Und sagte er so, ja, wir haben sein Gesicht so gut wieder hinbekommen, wie wir es konnten, ja? Und dann sieht der Typ einfach aus wie David Hasselhoff. Ich muss sagen, das ist nicht gut gelöst. Also, echt nicht. Nichts gegen David Hasselhoff, ne? Keiner hätte Deutschland so schön wiedervereinigen können wie David Hasselhoff. Ja, richtig. Klar. Der Mann ist ein Volksheld. Besser in Computerspielen Präsident der Vereinigten Staaten als David Hasselhoff. Ja, niemand, vor allem ist niemand besser Draufgänger als David Hasselhoff. Ja, es gibt einfach keinen größeren Draufgänger als David Hasselhoff. So. Freunde, der Sonne. Der dummerweise nicht drauf geht. Na, der geht. Das war jetzt einfach gemein, uiuiui. So schlimm fand ich es eigentlich noch nicht. So, jetzt müsste ich hier eigentlich auch mal so langsam so ein Dingens machen. Ja. Ja, dann würde ich dir doch mal vorschlagen, so ein Dingens zu machen. So. Meine Güte, haben wir hier viel jetzt reingebaut. So, das sieht jetzt gut aus von dieser Seite. Also sieht nicht mehr so aus, als wäre da einfach nur ein Baum draufgeklatscht. So sah das aus. Wobei der hier sieht noch ein bisschen draufgeklatscht aus. Ja, die sehen halt alle erstmal so ein bisschen aus, als wären die draufgeklatscht. Ich habe richtig viele Blätter da dran gehauen, damit die nicht mehr so aussehen, als wären die einfach nur draufgeklatscht. Aber hat nichts. Oh, wir sind übrigens. Oh, ich habe überhaupt gar nicht auf die Uhr geguckt. Tschüss, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss. Bis morgen. Habe ich dreimal tschüss gesagt. Viermal tschüss. Fünf. Du auch nochmal, Asrata? Tschüss. Tschüss.